Wir befinden uns am Bauprojekt H2 Bratteln-Liestal. Das gibt die neue Hochleistungsstraße zwischen Liestal und der Autobahn bei Bratteln. Die Straße ist seit 2006 im Bau und wir werden sie am 11. Dezember dieses Jahr 2013 einweihen können und eröffnen können. Vorher, Ende Oktober, am 27. gibt es bereits ein Volksfest zur Eröffnung. Das machen wir zu einer Jahreszeit, wo das Wetter noch ansprechend ist, sodass man auch gerne hierher kommt und noch ein bisschen schönes Wetter hat mit Wärme. Wir stehen hier gerade am südlichen Ende vom Tunnel Schöntal. Das ist das Hauptbauwerk von dieser neuen H2. Das Südportal befindet sich in Liestal. Die Fahrzeuge werden zukünftig da neben uns im Tunnel fahren. Das hier ist schon ein Stück Tunnelröhre und wir stehen auf der Einfahrtsrampe vom Anschluss Liestal her. Von dort oben her, hier entlang, werden Fahrzeuge fahren, die in Liestal an der Schauenburger Straße auf die H2 drauf fahren. Wir werden uns jetzt gleich in den Tunnel reinbegeben, hier zu diesem Portal rein und die Strecke abfahren und anschauen die verschiedenen Elemente, die dort unterwegs auftauchen. Am Eingangsbereich von Tunnels, im Portalbereich, gibt es ein paar Besonderheiten. Da sehen Dinge anders aus als auf der langen Strecke dann im Tunnel. Das ist zum einen hier an der Wand die Lärmschutzkassetten. Im Eingangsbereich gibt es diese speziellen Alu-Elemente, die man hier hinter mir sieht. Die sollen Schall auffangen und verhindern, dass es nach außen hin zu laut schallt. Wir sind jetzt in der Tunnelmitte angekommen. Da befindet sich der Halbanschluss Frenkendorf-Füllensdorf Süd. Und Sie sehen hinter mir die Einfahrtsrampe. Von der Stelle Frenkendorf-Füllensdorf Süd kann man hier also in den Tunnel einfahren. Der Tunnel Schöntal verfügt insgesamt über 3 Betriebszentralen und 2 Lüftungszentralen. Wir stehen hier in einer solchen Betriebszentrale, Betriebszentrale Mitte. Über diese Zentralen wird der ganze Tunnel gesteuert. Im Tunnel hat es Beleuchtung, hat es Lüftungsanlagen, hat es Verkehrssignale und so weiter. Und all diese Anlagen werden gesteuert über diese Zentralen. Jetzt sind wir im Energieleitungstunnel angekommen. Der Energieleitungstunnel befindet sich unter dem Fahrraum. Die Fahrbahn ist also jetzt über uns. Hier unten verlaufen alle Leitungen in Längsrichtung. Gerade hier auf der Seite haben wir einerseits eine Wasserleitung, die bringt uns insbesondere Löschwasser, und eine Abwasserleitung. Auf der anderen Seite vom Energieleitungstunnel haben wir die elektrischen Leitungen und die Signalkabel. Wir befinden uns jetzt am nördlichen Ende des Tunnels, am Nordportal. Sie sehen hinter mir das Portal. Von hier aus geht die Straße dann wieder in die freie Strecke über. Der Tunnel hat insgesamt gut 2 Kilometer Länge. Es folgt jetzt noch rund 1 Kilometer freie Strecke bis zur Autobahn. Direkt beim Nordportal befindet sich der Halbanschluss Frenkendorf-Füllensdorf Nord. Das ist das Bauwerk, was Sie hier hinter mir sehen. Quer verläuft die Wölferstraße und von dort aus gibt es Rampen in den Tunnel hinein und aus dem Tunnel heraus. Die Brücke, die Sie hinter mir sehen, haben wir ganz früh schon gebaut, denn unter der Brücke durch konnten wir das Material vom Tunnelaushub transportieren. Der Tunnel befindet sich da vorne und die Lagerflächen für den Aushub befinden sich dort hinten. Durch die Baupiste, die wir unter der Brücke durch errichtet haben, konnten wir während der Tunnelbauzeit Transporte durchführen, ohne das öffentliche Straßennetz benutzen zu müssen. Wir befinden uns jetzt im Gebiet Hülften. Hier haben wir den Anschluss Bratteln Ost gebaut, einen Großkreisel, den wir gleich noch zeigen können. Hinter mir befindet sich der Hülftenbach. Der Hülftenbach floss an dieser Stelle bisher in einer engen Betonröhre unter der Straße. Da drin war ein Fußweg und ein Bach eingesperrt auf etwa 2 Metern Breite. Wir haben den Hülftenbach renaturiert und auch den Wanderweg großzügiger angelegt. Zusätzlich ist hier auch ein Wildtierkorridor.
Für all das haben wir zusätzlichen Platz geschaffen, indem wir die Brücken breit gebaut haben, so wie man es hinter mir hier sieht. Wir stehen jetzt am Anschluss Pratteln Ost auf der zukünftigen Hochleistungsstraße. Hier wird der Verkehr vom Tunnel her hinter mir in Richtung Autobahn fließen. Und am Anschluss Pratteln Ost haben wir außerdem den Großkreisel gebaut. Der ermöglicht die Fahrbeziehung von der Rheinstraße, von der Krummeneichstraße her auf die H2 und umgekehrt auch von der Hochleistungsstraße her auf die Rheinstraße und auf die Krummeneichstraße. Auf dem Großkreisel oben fließt bereits der Verkehr. Hier unten auf der Stammlinie wird er dann ab dem 11. Dezember fließen.